Aloha zu Resident Evil 8, sprich also Resident Evil Village. Und hier haben wir die Maiden-Demo, sprich eine Demo zu diesem Resident Evil, was jetzt demnächst kommen wird. Hier gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Ich wollte auf jeden Fall hier dazu ein Gameplay machen. Es ist soweit nur für die PS5 verfügbar. Und ja, aber dennoch möchte ich euch das gerne mal zeigen. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Bock dazu. Ich würde sonst auch noch den nächsten Resident Evil 7 anfangen und das sogar auf Platin machen, weil das sah auch schon recht sehr gut aus. Und mal gucken, wie es hier mit Village aussieht. Außerdem wollen die auch noch einen Mercenaries-Modus bringen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil dieser eine Resident Evil hat mir überhaupt nicht gefallen, wo man irgendwie zu viert gegen einen Gegner kämpfen musste. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das hat mir nicht so wirklich gefallen. Und genau, das hieß Resistance und das war nicht so ganz so nice. Und naja, hier hat man auf jeden Fall wieder ein Resident Evil mit einem Mercenaries-Modus, was ich ja eigentlich immer sehr, sehr cool fand, wo man überleben musste, Wellen von Gegnern bekämpfen musste oder auch von A nach B fand ich auch so nicht schlecht. War auf jeden Fall wesentlich cooler, als dass jetzt die das mit Resistance gemacht haben. Und ja, schauen wir uns das auf jeden Fall jetzt hier an. Legen wir auch schon mal los. Und dann sehen wir jetzt hier auf der PS5, sprich Maiden. Mal gucken, das soll ja auch soweit in der Richtung aussehen, grafisch. Und auch schon der Trailer sah schon sehr, sehr cool aus. Da haben wir auch diese Vampir-Lady gesehen, die auch schon ein Gesprächsstoff an sich ist. Okay, wir sind hier in so einem Kerker, wie man sieht. Ein Stück Papier. Hier können wir hier die Objekte anschauen. Ein vergibtes Stück Papier, das in einer Wand versteckt war, scheint eine Nachricht zu sein. Mal untersuchen. An jenen, die nach einem Ausweg von hier suchen. Ich hoffe, diese Notiz wird dir helfen. Du kennst mich nicht, aber wenn du überleben willst, musst du mir vertrauen. Zunächst musst du aus dieser Zelle entkommen. Sieh dich um, wenn nötig, auf allen Vieren, um ein Schlupfloch zu finden. Dann suche nach dem Objekt, das dir zum Ausbruch verhelfen wird. Es ist an einem Ort versteckt, an den sie es nie erwarten würden, und über mit Blut besudelt. Sobald du das Gewölbe hinter dir lässt, findest du dich in einem Raum wieder. Die Tür dort führt nicht in die Freiheit. Das Licht wird dir den richtigen Weg weisen. Solltest du in eine Sackgasse geraten, gib nicht auf. Irgendwo gibt es einen versteckten Weg. Wenn du erst mal die Leiter erreicht hast, hast du es so gut wie geschafft. Aber pass auf, dass sie dich nicht sehen. Ich werde heute Nacht von hier fliehen und ich bete, dass auch du es hier lebend rausschaust. Okay, klingt schon mal interessant. Da wissen wir ja schon mal ein bisschen, was uns erwartet. Oha. Sieht aber schon grafisch sehr, sehr cool aus. Na, kommen wir hier nicht raus? Na. Ah, hier unten, guck mal, das ist so ein Loch. Können wir reinhocken, durchkriechen. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Aber ich finde das auch cool, dass Resident Evil wieder so ein Setting geht, weil mir hat mir das gar nicht so groß mehr gefallen mit Resident Evil 5 und auch 6, wie sich das entwickelt hat. 4 ging ja auch schon ein bisschen actionmäßig los, aber da ging es eigentlich noch so ein bisschen. Aber ich finde, mit 5 und 6 war es nicht wirklich so dolle. Also, wie ich Resident Evil eigentlich auch kenne. Und deswegen finde ich das recht gut, dass sie das mit 7 das wieder sehr nice gemacht haben, so wieder mit dem Setting. Und auch das sehr interessant finde, das mit dem Ego,
Perspektive, was ich eigentlich auch recht nice finde. Nach Resident Evil 7 wollen die jetzt auch hier mit Resident Evil 8 machen, sprich mit dieser Ego-Perspektive und dem Setting. Hilf mir, Bruder! Okay. Sieht aus wie so ein Folterkeller. Uiuiui. Okay. Outlast habe ich auch immer sehr gerne gespielt, aber der zweite Teil kam nicht so gut an. Ich fand da Outlast 1 und Whistleblower schon sehr, sehr nice. Auch so vom Setting her und die ganzen Jumpscares fand ich da auch noch sehr, sehr cool. Okay. Mal sehen, wie lang die Demo geht. Ich habe jetzt nicht großartig auf YouTube da geschaut, sondern wollte mich selber hier mal schlau machen. Oder war ein Geräusch? Ah, guck mal. Erstmal rausziehen da. Bolzenschneider. Warte mal, der Bolzenschneider. Stimmt, da war ja so eine Tür mit einer Kette. Oh. Dietrich. Ganzen Folterinstrumente hier. Okay. Da scheint was dahinter zu sein. Uiuiui. Hier nochmal den Bolzenschneider nehmen. Wie der direkt auf uns zudreht. Aber da war jetzt nichts Besonderes, ne? Was der. Okay. Okay, der Kollege hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Okay. Die haben die wohl gespeist. Hier scheint was zu sein.
Ein Geheimgang. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Besitzer allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht, darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht. Und die Komtesse Daniela ihr mit einem Messer in das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Oh, okay. Das war also dafür gemeint, also das spricht das Essen und was da vor sich ging. Und allein schon, was hier in diesem Keller vor sich ging, also mit diesen ganzen Sachen. Okay. Halskette. Okay. Mal gucken, wofür die gut ist. Allein schon cool, wie wir die Tür aufmachen. Hat auch schon was. Hier kommen wir nicht durch. Da war jemand zu sehen gerade. Ich finde das schon cool, das erinnert mich ein bisschen so an das Herrenhaus von Resident Evil 1. Allein schon da fand ich früher das Setting sehr, sehr cool. Ich finde das schon sehr nice, dass sie sowas wieder ein bisschen hervorbringen wollen. Sprich also Village. War auch immer so ein cooles Setting, so in diesem Bereich von Resident Evil. Da haben wir die Tür. Halskette? Nee. Also wir brauchen da wohl ein Auge. Anscheinend, als Item. Okay. Scheinbar müssen wir wohl nach unten.
Oh, hier kommt die Kälte hinein. Erschlossen. Vielleicht ist es ja unser Ausweg. Mal sehen. Bestanden. Irina, Minaela und Luis. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Liudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. Okay. Gucken wir mal weiter hier. Kommen wir nicht weiter? Blutverschmierte Zetteln, okay. Ja, auch nicht. Hier ist das Esszimmer. Da kann es nach draußen führen. Ah, okay, so ein Glas. Sieht auch schon sehr, sehr cool aus. Ah, guck mal. Ring mit Rot-Ross im Auge. Rostrotem Auge. Ein rötlicher Edelstein ist lose in diesen Ring eingebracht. Er ließe sich sicher leicht entfernen. Das ist ja mal auch mal ein spezieller Ring, der auch mal ein Auge dran hat. Die sah cool aus. Das kann so nicht verwendet werden, okay. Untersuchen wir es nochmal. Hier können wir jetzt das Auge herausholen aus diesem Ring. Jetzt haben wir rostrotes Auge. Ein bräunlich-roter Edelstein in Form eines Auges. Okay. Das können wir es wohl verwenden. Boah. Sieht auch nicht wirklich gesund aus. Hier ist gar nichts drin. Oh! Hofschlüssel. Ich denke mal, so kommen wir jetzt bestimmt raus. Okay. Wirklich nicht mehr so viel. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 1500 zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu benutzte die lange gehegte, wenn auch eigentümliche Methode der Weinherstellung, um ihrem Wein ein besonderes reiches Bankett zu verleihen. Ihrem besten Jahrgang verliehen sie dem Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumennomadenten verziert ist. Also mit Blumennomadenten. Okay. Deswegen sieht das wohl so danach aus. I'm watching you. I won't last until dinner.
Oh, da ist sie wieder. Da beißt sie uns einfach. Okay, jetzt bloß hier weg hier. Der Schlüssel zur Innenhoftür im Esszimmer. Oh nein, da ist sie. So we finally Wow. Uff. Sie uns erwischt. Vielen Dank, dass Sie die Demo gespielt haben. Resident Evil Village vorbestellen. Jetzt kann man es nun halt vorbestellen, denn. Boah, hat auf jeden Fall echt gebockt. War auf jeden Fall interessant, muss man sagen. Also, ich fand das schon sehr, sehr cool. Und ja, ich werde jetzt demnächst auch noch denn. Resident Evil 7 spielen, sonst auch noch gerne auf Platin und auch die DLCs, je nachdem, denn noch. Und ja, da können wir auf jeden Fall uns darauf freuen. Ich werde das auf jeden Fall auch dann im Stream genauso denn spielen und demnächst uns auch noch gewisse Gameplays bringen. Und ja, ich bin echt mal gespannt, freue mich schon drauf. Ich werde sonst auch noch wie hier noch andere Spiele noch auf Platin machen und so zocken. Aber ich freue mich auch schon auf jeden Fall drauf. Und hier auch hier mit Resident Evil 7, das alles noch so weit zu zocken. Das wird schon cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.